war natürlich dieser klassische Moment, nur noch diese eine Mission und dann bist du frei. Es musste ja so kommen. Was? Ich bin nicht mehr angemeldet? Oh. Warum bin ich denn nicht mehr angemeldet? Mist. Ja, wir haben in Basis eingedrungen, also Besitz ergriffen von diesem Typen. Von Ryan gerettet worden. Haben wir leider machen müssen. In die Basis sind wir eingedrungen. Und haben im Verhör geredet. Und den Rest weiß ich nicht. Und von Ryan gerettet worden? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Ich lag da gerade sehr bewusstlos auf dem Boden herum. Naja. Menno. Wir konnten mit Altersbeschränkungen sind was. Warum habe ich die Prozentzahlen nicht mehr drin? Egal. Weiter geht's. Oh. Wir sind wieder relativ am Anfang. Spuk. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Nochmal kurz zurück zu der letzten Kapitel. Wenn der Stand von Ryan gerettet worden, dann muss da ja noch was kommen. Also, wir sind ja gerettet worden. Naja, wir werden es ja sehen. Jetzt erstmal hier am Tag, beziehungsweise 3 Tage, nachdem Nathan erfahren hat, was mit seiner Familie passiert ist. Und wie immer wälzen wir uns erst zweimal hin und her, um mit der Tochter von Nathan zu reden. Kein Wunder, dass Jody so besonders wurde. Ah, das kannst du so nicht machen. Die sieht echt nicht gut aus. Ah, keiner da. Okay. Wohin gehst du? Wohin führst du mich? Wohin führst du mich? Wahrscheinlich ins Experimentierzimmer. Oh, hallo. Na? Wo geht's denn hin? Was möchtest du, dass ich sehe, Geist? Sag es mir. Wohin führst du mich? Bin noch unterwegs, alles gut. Ich habe kleine Beine, deswegen bin ich so langsam. Keine Sorge. Ich hätte vorher reingucken sollen, oder? Jetzt aber. Dieses Mal mache ich's. Was haben wir denn hier? Oh. Nathan. Gucken wir mal, ob wir ihn trösten können ein bisschen. Jody.
Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Nee, wir wollen helfen. So wie wir damals auch unter der Brücke jemanden geholfen haben. Vielleicht können wir es ja wieder. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Ich weiß ja nicht, ob das so hilfreich ist, ob das irgendwie helfen tut's ja bestimmt, aber Beta-Sonne. Ja, weil den unter der Brücke, da hat's ja geholfen, aber jetzt. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Natürlich, es war so klar. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wow. Wir sind so gut. USA. USA. DPA, Department of Paranormal Activities, hatte ich ja am Anfang mal irgendwann gesagt. Ich glaube, wir haben das bisher noch nicht, oder ich habe das zumindest bewusst noch nicht gesehen, dass das irgendwo ausgeschrieben war. Aber um ehrlich zu sein, dieses Department hat verdammt guten Stil. Also das finde ich schon cool, so ein... Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Oh, Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus. Mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit, und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jodie, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns,
Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Versuchen wir es. Okay, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Komm, wir könnten ja neu anfangen. Zack, erstmal ein Softporno in der Aula hier drehen. Ich werde einfach alles dafür tun. Nein, so schlimm jetzt nicht, aber. Glücklich wirst mit mir. Und das alles jetzt hier. Da steckst du. Was für ein lauter. Ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen. Ein feines Stöffchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jody. Nathan wartet. Nee, warum ich dem jetzt verziehen habe, weil im Endeffekt ist es sehr, sehr leicht, auf jemanden sauer zu sein, der Befehle befolgt hat. Und er ist ja wieder zurückgekommen und hat uns gerettet. Und ja, hat sich dann in den Schnee gelegt und gedacht, ja komm, dann sterbe ich halt neben mir. Und ja, das ist doch romantisch. Das haben wir ja natürlich nicht mitgekriegt, weil wir waren bewusstlos, aber trotzdem. Ryan ist ein guter Kerl. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ja. Ich hoffe nur, dass Aiden das auch versteht. Und immer noch dieses riesigen Spalt, der da im Hintergrund ist, ne? Wenn du mal vergleichst mit dem, was da in Kazakhstan war, was wir da hatten. Oder wie auch immer dieses Land heißt. Und da dann zu sagen, ja, wir haben Möglichkeiten und wir versuchen Möglichkeiten zu finden, das militärisch zu nutzen. Wir nennen ihn Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Komm mit, wir gehen. Wilde Albträume. Ja. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Na, gucken wir mal, was Nathan uns zu sagen hat. Was immer Nathan sagt, pass auf. Okay. Ich meine, bei dem... Ich habe ja schon in dem Büro gesagt, der... Ein Bond-Bösewicht wohnt hier. Ich weiß nicht. Ja, bitte? Und ich gehe gleich sofort rein. Es kann auch sein, dass der dieses ganze, wir müssen die Anderswelt, die Infrawelt, genau, die studieren, damit er seine Familie wieder zurückholen kann. Und ich habe das Gefühl, dass gleich eine Bitte sowas auf uns zukommen könnte. Ich hoffe natürlich nicht, weil sowas müssten wir höchstwahrscheinlich ablehnen. Schon diese Statuen, das ist ein totales Bond-Bösewicht-Büro. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Das ist halt Willem Dafoe, ne? Spielt solche Rollen auch. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Wir haben dir eine neue Identität. Du bist jetzt Heiner. Okay. Wer sind wir denn jetzt? Anna Dorf. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben.
Nicht Gray vielleicht. Aber nee, das würde an unsere Vergangenheit anlehnen. 500.000 Dollar. Für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Weißt du? Danke. Das haben wir verdient, finde ich. Also was heißt verdient, aber Geld auf der Seite zu haben, ist nie verkehrt. Habe ich noch eine letzte Bitte an dich? Ich höre. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen. Aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Ah, wie die schreien doch da und haben Panik und Qual. Oh, meine Süßen. Helen. Sieht er das nicht? Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Oh, ich hab zu lange gewartet. Oh, fuck. Ich glaube, das wird nicht gut werden. Die schreien da und verfluchen den höchstwahrscheinlich, so wie die sich angucken. Ah, cool. Jetzt gegen Ende dieses Durchlaufs merke ich, dass die beiden nur auf zwei Bahnen zu bewegen sind. Egal. Ah. Oh Gott. Sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Ja, ich hab's ziemlich genau so erwartet, habe ich ja vorher auch gesagt, was da hinter verschlossenen Türen wohl passieren wird. Hoffentlich lässt er die jetzt noch gehen.
Wir werden es, glaube ich, nicht erfahren.